Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind immer noch auf dem Weg nach New Vegas und haben hier gerade ein paar Todeskrallen gefunden. Was heißt gerade? Wir wussten ja schon, dass sie hier sind, schon vorher. Also hier gerade alles mal auszuschalten. This one looks pretty tough. Alright. Klappt ja ganz gut bisher. So, die anderen können wir mal mit der Waffe hier ausschalten. Okay, es sind drei geworden. Ich glaube, das würde. Ich glaube, ich sollte wieder meinen Sniper ziehen. Ich meine, ich könnte diese ganze Scheiße hier mitnehmen, aber was soll ich mit den Todeskrallen krallen? Ich glaube, ich ziehe lieber die Sniper. Fighting over. Wo ist die Todeskralle? Cessation of hostilities complete. Gut. Dann haben wir jetzt alle Todeskrallen getötet, die hier im Umkreis waren. Das ist doch schon was Positives. Weil hier wollte ich ja, glaube ich, vorher durchlaufen. Und da habe ich dann mega auf die Fritz bekommen. Der ist leer. Und das sind Kronkorken. Ist hier auch noch einer, weil hier noch eine zweite Flasche ist? Müsste eigentlich. Ein Cover. Was bist du denn? Bist du ein fucking Gecko? Das ist ein Pulverband, der kann ruhig sterben. Das Teil ist voll cool. Ich glaube Maple, ich habe ja so ein Maple-Tattoo dran. Ich glaube Maple war Birke. Aber ich habe auch was ein komplett anderes gedacht. Ich habe nämlich irgendwie in meinem Kopf an Marmor gedacht, was Marble ist. Da dachte ich an das Weiße und deshalb habe ich glaube ich Ahorn gesagt, obwohl das auch Birke ist, woran ich gedacht habe. Dann war ich wieder mal komplett behindert. Das wollte ich damit gerade nur zum Ausdruck bringen. Kann ich mitnehmen, ja. Hunters Farm. So, hallo. Ich bin's, der Hunter sucht. Nein. Nein. Bett, naja, ich würde es eher eine Matratze nennen, aber ist ja auch bestimmt fast ein Bett. Hier, hallo. Müll. Leer. Und Alkohol. Nichts, was wir brauchen. So, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, ich bin immer auf der Hauptstraße, oder? Oder? Ja, hier ist die Hauptstraße. Gut, dann gehen wir hier lang. Und erkunden die Orte, die abseits davon liegen, so ein bisschen. Aber wir haben uns schon. Obwohl, wir sind schon wieder da, wo ich war, ne? Ich glaube, das hier habe ich. Nehmen wir mal.
hier nicht schon die Vault? Und da habe ich doch. Da habe ich so Schnellreise angefangen, oder nicht? Oder denke ich gerade falsch? Das war doch hier sogar. Pump Station West, da wollte ich eigentlich hin. Büros von Allied Technologies, da war ich schon drin. Da ist ein Ameisenhügel. Ja, dann gehen wir hier lang. Und wir gucken noch kurz darüber. Wir gucken noch kurz darüber. Samson, irgendwas. Zerkleinungsanlage oder habe ich das gerade falsch gelesen? Werden wir gleich sehen, wenn wir da sind. Ich habe gerade gedacht, hier liegt eine Mine auf dem Boden, aber es war nur irgendwas. Aber ich hatte gerade meine Hand nicht an der Maus, sondern an meinem Mund, weil ich mir gerade gekratzt habe, ein bisschen an den Zähnen. Samsons Felszerkleinungsanlage. Okay, das Fels habe ich nicht gelesen. Und deshalb konnte ich gerade nicht auf die Mine gucken, so schnell. Ich dachte, die Fels wäre gesprengt. Aber alles gut, es war nur diese nette Fahrbahnmarkierung. Okay, gut. Den Sprung hätte ich besser machen können, indem ich wirklich springe und hier einfach nur runterfalle. Dafür hätte ich aber auch, glaube ich, schon früher springen müssen und ja. Keine Ahnung, ob ich hier irgendwas finden kann, was sinnvoll ist. Ich ignoriere es nochmal. Auf zur Pumpstation West. Okay. Was haben wir denn hier alles noch Schönes? Da ist die Pumpstation West, denke ich mal. Ob hier noch Fiends sind? Ich glaube nicht. Fiend ist anscheinend wirklich, also Unhold ist wirklich die Übersetzung, was kenne ich aus Witcher 3, da hießen die Unholde genauso. Ich glaube, den hier habe ich nur in den Kopf zerplatzt und bin da gar nicht hingegangen, oder? Nee. Chinese Assault Rifle. Das ist vollkommen am Arsch. Nein. Fucking AK. Nice. Also ein Fake AK aus Pingpongland. Wieso ist das rot? Time to fight. Who do you think is cuter, Dr. Klein or Dr. Burroughs? Wer hat mir gerade die Waffe geklaut? Wie ist das stehlen? Marksman, ach scheiße, ich kann das nicht reparieren. Und was habe ich? Lever Action Rifle, ne? Das ist genau das gleiche, was wir schon haben. Und das sieht ein bisschen anders aus. Copyrights Verletzung. Warum verliere ich Karma? Warum ist das Diebstahl? Das sind verfickte Fiends, die ich hier töte. Dieses Spiel mal nicht mal. Daten aus Verhalt nutzen sie vielleicht unterwegs gemacht. Der Schaden scheint ansonsten nicht sehr weitreichend sein, da die Pumpstation noch läuft. Letzte Verbindung wiederherstellen. Warnung. Schaune, kein Lex in dieser Einrichtung gefunden. Untersuchen Sie bitte externe Ursachen, um dieses Problem zu lösen. Okay. Externe Ursache? Kann ich hier extern was gucken oder ist es wirklich weit extern? Hätte ich auch sagen können, dass er einfach draußen ist. Okay, ich denke mal, da ich soll hier die Pumpe irgendwie nochmal reparieren oder sowas. Oder zumindest irgendwas verbessern. Und das kriege eine Quest dafür. Und deshalb soll ich dann da reingehen und die Fiends töten und dann gehört das wahrscheinlich auch irgendjemandem, deshalb soll ich dann nichts klauen. Das könnte sein. Aber ich finde es trotzdem scheiße.
El Rey Modell. Enzia Pachtfarm. Aerotech Komplex. Pumpstation Ost. Wahrscheinlich der Pumpstation Ost kriege ich den Auftrag für West. Camp McCarran. Welcome to New Vegas. Warum summt euch die ganze Zeit? Was soll das denn, als Update geben, dass seine Motoren oder seine Funkfrequenzen leiser funktionieren? Das sind die Pachtfarm jetzt oder ist das in das Lager? Kann ich hier eigentlich überall rein? Hier aber nicht. Ich will nämlich nicht überall reingehen. Okay, die Pachtfarm war gefunden. Hier scheinen nicht allzu viele Leute zu laufen. Da vorne sind zwei NCA-Leute. Und da ist auch ein Haus, was so aussieht, wie als würde ich da reinkommen. Yep, Greenhouse. Reden wir so mit den Leuten hier, wenn sie welche besonderen Namen haben. I'm not a recruitment officer. You want to join the army? I'm sure someone at McCarran can point you in the right direction. Was können Sie mir diese Fälle erzählen? Impressive, aren't they? You don't see anything like this outside of NCR territory, that's for sure. We get the water, clean water, pumped in from Lake Mead. If you follow the big pipes, they'll take you all the way to the lake. Warum werden diese Fälle bewacht? A lot of the crops grown here support the various NCR camps in the region. McCarran, Golf, and Forlorn Hope, to name a few. We can't have wastelanders popping in here for a free meal, so my squad and I are assigned to keep things from going to hell. Okay. Guck mal ins Greenhouse rein, was wir da finden werden. Das ist wirklich green. Hätte ich es ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so schlimm hier drin ist. Aber okay, ich soll nichts klauen, dann mach ich es auch nicht. Ich muss immer noch mit irgendjemandem reden, wegen dem Arzt, ne? Ich glaube schon. Okay, da sind wieder Händler. Du bist wahrscheinlich aber nur so normal. Sharecropper? Okay. Bist du auch ein Sharecropper? Morgan Blake. Oh, you here to work? I think I have an extra shovel around here somewhere. Was geht hier in der Gegend so vor sich? Well, crops aren't doing so well. I'm thinking it might be something in the water. The pump station is pretty run down. You could go take a look around the place, see if you find anything strange going on. What do you say? Wo mache ich? Thanks. That's great. I should get back to work. Patrolling the Mojave almost makes you wish. Habe ich eine Quest dafür bekommen? Ach nee, das ist nur mein Marker. Entfernen Aufgaben. Gut. Is there something I can do for you? Jetzt kann ich eine Wegbeschreibung bauen. I can. What are you looking for? Ich suche Arbeit. Well, I know Major Daughtry is offering bounties on some of the fiends. That's the gang that controls the southeast part of the city. You can find the major at the camp just outside of the old airport. Ich will ein paar Sachen verkaufen. The Crimson Caravan Company is north of here. They have just about everything you need. But if you're in the market for guns, go see the Gunrunners. They're expensive. But they have stuff no one else carries. Ich brauche einen Arzt. There's a medic at Camp McCarran, but I've also heard there's a civilian doctor in the northeast part of New Vegas. I don't know for sure. Danke. Bye. Vielleicht kann ich mit euch nochmal reden, ne? I'm glad Ringo's back. Got a good story to tell. I've never seen a robot like that. Ringo. Der Name sagt mir irgendwas. Was ist das? Aerotech, okay.
Okay, aber ich muss nochmal hier kurz zurückgehen. Nach Cam McCarran, weil das sind ja noch Dimitri oder Datri oder so. Und ja, ich habe mir noch ein paar Kopfgelder einzuheimsen. Ich weiß nicht, ob ich die bekommen habe. Also habe ich die irgendwie. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich alles getötet. Warum ist Kampfmusik? Ist hat mir ein Gegner gespawnt? Ich hoffe nicht, ey. Ach Gott, ist das hell. Kann ich das auf der Karte sehen eigentlich? Nein. Schade. Okay, nicht sterben, nicht sterben an der Helligkeit. Warum ist das so schlimm in diesem Spiel auf einmal? Nur an diesen beiden Orten. Hier in McCarran. Hey. Und bei Vault 3, also vor Vault 3 praktisch. Ich denke mal, du bist auch ein Trooper, ne? Ja. Wie finde ich hier jetzt am besten Datri? Bist du Datri? Das ist ja so. Nein. Just outside the airport. Der muss irgendwo hier sein. Gott, ey. Ich stelle sogar schon mal ein FPS. Ten of Spades. Sterling. Gorobets. Bitterroot. I'm Bitterroot, first recon. You got a reason to talk to me? Ziemlich ungewöhnlicher Name. You trying to start trouble? Or do you really not know where I got that name? Ich wollte Ihnen nicht so nahe treten. Sie müssen es mir nicht sagen, wenn Sie nicht wollen. It's a con name. You know, the great cons. That's what my parents were. I figured I grew up around the bastards. They owed me a name after all they put me through. Was ist mit ihren Eltern passiert? They're dead. Got themselves killed at Bitter Springs. Served them right if you ask me. Erzählen Sie mir, was Ihnen bei Bitter Springs zugeschossen ist. It was a massacre. That's what a lot of NCR folk will tell you. Most of them feel plenty bad about what happened. But I was there. Saw it myself. I don't care what anybody says. The cons asked for Bitter Springs. They wouldn't leave the NCRB. My damn parents too. They were just as bad as the rest. Sie das meinen Sie doch nicht ernst, oder? Don't I? Mister, you never met my parents. My dad got himself fucked up every chance he got. Always started with folk for no reason. Hell, he was the one who taught me to shoot. You know how? By taking pot shots at NCR, and not just soldiers, civilians too, even kids. Then he'd get high with his buddies and swap tales about the folk they killed. Bunch of animals. And my mom? A couple of times she tried to sell me to some waster just to score some jet. Even the other cons said she was useless. Only reason they kept her around was because she was a... how'd my dad say it? A smoking piece of ass. Also ihr Name kommt von Bitter Springs? Not fully grown till you've taken a beat down. Everybody gathers around and hits you till you're damn near dead. After that, if you haven't begged for mercy, you get to choose a new name. One you'll use for the rest of your life. When NCR slaughtered the cons of Bitter Springs, I hadn't got my beat down yet. I was still too young. The way I see it, Bitter Springs was my beat down. So afterward, I gave myself a name. That's all I got from the cons. That's all I ever want. Wie haben Sie das Massaker überlebt? Guess I could tell a pretty good story if I had a mind. But the truth is, I don't know. Just got lucky. They brought me to Datri after the battle. He was just a captain back then. Guess he saw something in me. Knew I didn't belong with the cons. Maybe he felt bad too. About how his men killed my folks. I told him he did me a service, but he didn't believe me. Still doesn't. He's a good man, Datri. Doesn't act like it sometimes, I know. But he didn't have to take me in.
Intelligenz 7, Sie verschweigen mir etwas. Sie haben doch nicht wirklich das ganze Massaker vergessen. Like I tell Major Daughtry, best not to look under a rock if you don't really want to know what's there. Could be that NCR found some blood on me and none of it mine. Could be that a few of those cons didn't die from NCR bullets. I had scores of my own to settle. Deeper ones than NCR ever had. Don't bother asking who they were with. Yeah, ich habe genug drin, was anderes. Sie sind wohl nicht allzu freundlich, oder? Guess not. I don't mean nothing by it. You really want to talk to somebody, try Ten of Spades. He's always got plenty to say. Me? I'm here to do my job. For now, that job is shooting fiends. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.